Jo, servus Leute. Wir stehen jetzt hier schon vor dem Typ Munich, der Dani und ich. Und noch ein paar andere Leute. Können wir so ein bisschen rumschauen. Schaut auf meinen Kanal, Musis Gitarre. Schaut nicht vorbei. Hier sind noch ein paar andere Leute unterwegs. Und ja, mal gucken, wann wir diesmal reingelassen werden. Und wir sehen uns dann spätestens drin wieder. Bis dann. Ciao. So, wir sind jetzt drinnen. Als einer der ersten hier. Yay. Wir sind jetzt Kamera. Mach eine Kamera. Da ist der Steve. Hallo Steve. Hallo Steve. Da ist ein Easy. Wer ist noch alles hier? Zu wem kann man noch Hallo sagen? Obwohl, cool zum Japan sagen. Ich stelle mich in die Ecke und weine. Weibliches Geschlechtsobjekt. Irgendeine, die sich von Staubsaugern Knutschflecken machen lässt. Hardcore-Fangirl, was nicht gezeigt werden darf, deswegen filme ich nur die Schuhe. Die sind echt. Kauft dieses Produkt. Bei Longboard, da ist irgendwas anderes. Meine Leute, ich zeige euch jetzt, wie man erfolgreich Energy klaut. Fertig. Mann, du Wichser! Okay. Genau. Lecker, aber. Yeah. Ich hatte keine. Schon. Da ist auch nochmal ein Mensch mit Kamera. Und ich habe Angst um meine Nudelsuppe. Und ja, wir sehen uns später. Ciao, ciao. Also hier sehen Sie ein typisches Mädchengespräch. Drei Mädels, die über andere Mädels lästern. Also ich bin hier der, wie nennt man das, bei diesen Dokus immer die Typen, die reden. Ja. Der Kommentator. Ja, hier sehen wir in freier Wildbahn Marcel. Ihr kennt bestimmt seinen YouTube-Channel, Joiner's World. Er erklärt sich gerade zwei auf einmal. So ein Motherfucker. Es ist gerade die Brumpfzeit. Und da sehen Sie... Da kommt schon die Polizei, da kommt schon die Polizei. Weil das ist immer eine sehr riskante... Marcelina. Ja, Marceline, doch. Marceline. Das ist Marceline. Da kommen auch schon die Cops, weil das ist immer eine sehr riskante Sache, falls mal, ein Männchen schauen Sie mal, da ist ein freies Basti. Und ein Sabi in freier Wildbahn. Sowas habe ich noch nie gesehen. Das ist sehr selten. Das ist sehr selten, so ein Tier in freier Wildbahn zu sehen. Leicht zu erkennen an dem Energy und der roten Mütze.
Ihr könnt die Keule gerne weiterreichen. Irgendwelche Fragen stellen. Nicht Zuko schon wieder. Volles Rohr. Ja. Sie läuft noch, passt. Was mach ich denn? Ich sollte den Mund nehmen! Ja, willst du bei mir etwa abknabbern oder was? Ja, aber hier nicht warten dann. Alle, jetzt beeilt euch mal, das Video ist schon 2 Minuten. Keine Ahnung, ich mach jetzt einfach. Ich knabber ab und dann ist gut. Ah, du knabberst ab, du gehst ja, nicht. Nein, ich geh nicht. Oh mein Gott, ich knabber nur ab, du Vollidiot. Ah, okay. Du bist so dumm, ich knabber doch nur ab. Ich hab gedacht, du willst mich abknabbern. Nein, ich will nur ab. Ja, doch, ja. Braucht nicht mal ein Chip dazwischen. Oh ja, Bitch. Fanfiction. Also, der Choco, der stellt sich jetzt auf die Treppe und schreit, Miss Katie Kay ist die geilste und ich würde sie flachlegen. Ich kann ihre Nummer. So. Just do it! Ja. So was mache ich normalerweise nie. Lüge. Nein. Lüge. Ja, dann, aber... Er filmt es mit. Ich warte okay. Auf dich. Alles klar. Also, Katie Kay ist die geilste und ich würde sie flachlegen. Sag bloß nicht Krieg oder so, das ist zu vulgär. Nee, das würde ich natürlich nie. Liebe machen. Scheiße, weil er eingelassen wird. Also auf welche Treppe? Ach, die unten? Treppe. Ja, oder die hier. Unten? Die hier? Nein, nein, schau die Tiefe. Okay. Ja, dann kann ich es gleich da unten sagen. Weißt du, es ist viel cooler. Irgendwie ist das kacke, dass ich das jetzt machen würde. Miss Katie Kay ist die geilste, Leute, und ich würde sie flachlegen. So. Hat eh keiner mitbekommen. Ja.